Die Region um Lübeck ist sehr, sehr stark bestimmt als Wachstumsregion zwischen Hamburg und Kopenhagen. Es ist der Hafen, sehr international. Es ist die Medizintechnik. Es ist die Biotechnologie. Es sind etliche Ausgründungen aus den Universitäten. Es ist die Nahrungsmittelindustrie. Und nicht zu vergessen, der Tourismus. Im Prinzip ist das der Ort, wo andere anreisen und Urlaub machen, und wir sind direkt an dem Urlaubsort aktiv. Es ist schon spannend, zwischen Hamburg und Kopenhagen zu leben und daran zu wirken, dass hier die Internationalität aufrechterhalten wird. Wir haben letzten Endes etliche skandinavische Länder direkt vor der Tür, bis hin in den Ostseeraum. Und da sehe ich schon einen sehr, sehr großen Schwerpunkt unserer Wirtschaft für diese Region. Ja, die größte Herausforderung ist gerade dieses Kleinteilige, dass eine ganz große Anzahl von mittelständischen Unternehmen an Fachkräfte einfach nicht mehr so rankommen, wie es früher der Fall war. Die Ingenieure, die Maschinenbauer und die Hightech-Betriebe, das steht und fällt mit dem Faktor Mensch. Und da sehe ich große Gefahren in puncto Wachstum. Mit der Hansebelt haben wir eine überregionale Dachmarke und können damit sehr stark nach draußen auftreten. Die Kernidee ist eigentlich der Zusammenschluss einer kompletten Region mit ganz, ganz vielen sehr, sehr bedeutenden Unternehmen, die als Hidden Champions eine Menge international bewegen. Und in diesem Schulterschluss wollen wir die Synergieeffekte, insbesondere unter der Überschrift Fachkräftemangel, generieren. Ich freue mich eigentlich immer wieder, dass der Fachkräftemangel ja ein Beweis wiederum dafür ist, dass der Mensch ein großer Faktor ist. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir den Menschen viel mehr in den Fokus heben, viel mehr in die Qualifizierung gehen und in die Weiterbildung.